Warum bin ich so gern in Berlin? Und zwar, ich bin grundsätzlich daran interessiert, eine Wohnung in Berlin zu kaufen als Zweitwohnsitz. Wir zeigen euch die Top 2 Locations, die ich persönlich für meinen Anwendungsfall am besten finde, weil ich weiß schon ganz konkret, wo es mir am besten gefällt, wo ich grundsätzlich danach Umschau halte. Aber ich bin da jetzt auch nicht darauf angewiesen, dass ich hier eine Wohnung kaufe, weil ich habe aktuell schon eine gemietet. Und zwar aus dem Grund, wenn ich 3 bis 4 Mal im Hotel übernachten würde im Monat, hätte ich schon höhere Kosten, wie jetzt die durchlaufende Miete aktuell ist bei dem Mietobjekt. Und das ist sehr entspannt. Ich kann Sachen da lassen. Ich kann theoretisch auch ohne Gepäck anreisen, habe schon Zeug da und bin relativ oft in Berlin, sodass sich das echt einfach rechnet. Es ist sehr angenehm und rein finanziell macht es halt auch einfach Sinn, weil ich kein Hotel buchen muss jedes Mal. Ich zeige euch jetzt meine Top 2 Gegenden, in denen ich gerne eine Wohnung kaufen würde als Eigennutzerobjekt, aber nicht aus dem Gedanke, weil ich halt einfach emotional hier kaufen will, sondern auch ein Investment-Hintergedanke. Da gehe ich dann später drauf ein, am Ende vom Video, wie genau ich das machen würde, sodass ich dann potenziell mit einem Plus rauskomme aus der ganzen Sache, anstatt monatlichen Minus zu haben. Also durch Miete habe ich ja Kosten. Klar, ich spare mir auch Geld im Vergleich zum Hotel, aber ich will grundsätzlich komplett mit einem Plus rauskommen, anstatt überhaupt Kosten zu haben. Also das ist idealerweise natürlich der beste Case, den man so haben kann. Wir sind gerade in einem Miet-Tesla von Carsharing und das ist eine der wenigen Sachen, die ich nicht so geil finde in Berlin. Das Karre sieht ein bisschen versifft aus. Hier drin riecht es nach Rauch. Ich verstehe nicht, wie man mit so Mietgegenständen so umgehen kann, aber das ist halt ein Thema. Hier ist eine coole Karte, wo wir gerade uns befinden. Wir befinden uns gerade Wieland-Pestalozzi-Ecke. Hier ist ein cooles Neubauprojekt, da stehen wir gerade direkt daneben. Also Vorteil von Neubau ist auf jeden Fall die Tiefgaragenoption. Bei Altbau hast du halt coolere Wohnungen, cooleren Wohnflair, finde ich, aber halt nicht die Tiefgarage, wo man gut parken kann. Da muss man immer Parkplätze suchen. Manchmal gibt es Projektentwicklungen, Altbau-Neubau-Mischung, wo man im Altbauanteil wohnen kann, aber trotzdem eine Tiefgarage hat. Außenstellplätze gibt es auch manchmal, aber sehr, sehr begrenzt. Also die Gegend finde ich sehr, sehr cool. Wenn ich jetzt hier so einen Kreis ziehen würde, ich ziehe mal mit meinem Finger den Kreis so, hier in der Nähe vom Kudamm, genau so. Das ist so die Gegend, wo ich sage, hier ein sanierungsbedürftiges 2 bis 3 Zimmer Objekt, das wär's. Also würde ich mir auf jeden Fall genauer überlegen, ob ich sowas kaufen würde oder nicht. Wenn der Preis passt, safe go. Ich glaube auch langfristig gutes Wertsteigerungspotenzial hier. Wir fahren jetzt hier gerade in der Pestalozzi-Straße, biegen ab auf Schlüterstraße. Hier sind auch coole Objekte. Ist halt schon eine relativ teure Gegend in Berlin, aber auch ziemlich krisensicher, weil teuer wird in der Regel noch teurer. Billig wird billig bleiben und noch billiger. Teurer wird noch teurer. So eine Grund-Pi mal Daumen-Regel. So, jetzt sind wir hier bei der zweiten Location, die ich relativ geil finde, wo ich für so einen Eigennutzer-Deal mich gerne umschauen würde. Hier Mitte, Berlin Mitte. Wir sind jetzt hier gerade in der Torstraße. Aber ich finde hier Linienstraße, finde ich relativ nice. Hier unten Auguststraße und so weiter. Das sind Straßen und Nebenstraßen in der Gegend hier, die ich recht gut finde auch. Da könnte ich mir auch gut vorstellen, was zu kaufen. Grundsätzlich ist, glaube ich, hier noch ein bisschen cooler zum Wohnen, weil einfach ein bisschen mehr los ist auch und so weiter. Ist ein bisschen für jüngere Leute ein bisschen entspannter hier zu wohnen, ist ein bisschen mehr los. Aber auf der anderen Seite, die andere Lage ist halt netzwerktechnisch gerade im Immobilienbereich besser. Dementsprechend kann man sich überlegen, wo man sich da wohler fühlt. Ich gucke einfach bei beiden und wo halt der bessere Deal reinkommt, würde ich halt zuschlagen. Aber wie gesagt, ich habe da jetzt keinen Druck drauf, dass ich das brauche dringend, weil ich bin ja eh schon bedient mit der einen Wohnung. Aber grundsätzlich lieber was kaufen, günstig schießen, renovieren, dass nach meinen Wünschen alles renoviert ist und dann irgendwie mittelfristig irgendwann wieder verkaufen. Das wäre so der Case. Und hier nochmal die Gegend. Mitte Scheunenviertel, genau. Nennt sich das auch noch, glaube ich. Ja, ich bin ja kein Ur-Berliner, aber so wie ich es jetzt von außen betrachte, sind das meine Favorite-Lagen. Es gibt natürlich noch ganz viele andere Lagen, die cool sind, aber die für mich persönlich jetzt nicht unbedingt priorisiert werden. So, warum macht es Sinn, aus finanzieller Sicht vielleicht was zu kaufen, wodurch die Miete so günstig ist und man schon sich die Hotelkosten sparen kann?
Und zwar folgendes Thema. Ich bin auf der Suche nach einer Immobilie in den zwei Locations, die ich euch gerade gezeigt habe. Also eine Eigentumswohnung, idealerweise mit einem schon guten Energiestandard, wo keine großen Sonderumlagen mehr anstehen, die schon von der WEG bezahlt wurden in der Vergangenheit. Es gibt nämlich Häuser, da ist es noch nicht bezahlt. Und es gibt andere Häuser, da wurde es schon bezahlt. Und die haben einen relativ sauberen Hausflur, wo es halt clean ist. Und so ein cleanes Objekt, da bin ich auf der Suche nach, wo auch keine versteckten Geheimnisse mehr dann kommen, keine Sonderumlagen anstehen und keine massiven Probleme am Objekt bestehen. Und das aber ein sanierungsbedürftiger Case, also was, wo man noch ein bisschen was machen kann. Ich habe ja hier auch ein paar Freunde und Bekannte, über deren Netzwerk ich da relativ günstig hochwertige Sanierung hinkriegen kann. Und dann habe ich ein geiles Objekt in einer sehr guten Lage. Also die Lagen, die wir gezeigt haben eben, die sind schon sehr teuer. Also muss ich dazu sagen, das sind sehr teure Lagen in Berlin. Da bin ich auf der Suche nach einem Objekt so unter 4.000 Euro auf den Meter. Also 3.000 bis 4.000 Euro idealerweise. Und dann, um die Wohnung dann zu sanieren, da kalkuliere ich so um die 800 Euro ein pro Quadratmeter brutto. Und dann habe ich ein geiles Objekt in einer geilen Lage, wo ich weiß, die Lagen, die werden für immer richtig gut sein. Also teuer wird in der Regel noch teurer und billig wird billiger oder immer unattraktiver und da verschlechtert sich auch die Infrastruktur und auch die Cleanliness, sage ich jetzt mal, wie sauber das da ist und so. Deswegen auf jeden Fall in den Lagen. Aus finanzieller Sicht, klar, das kostet jetzt erstmal Geld. Aber wenn man günstig einkauft, günstig renoviert über das Netzwerk, was ich hier glücklicherweise habe, dann kann ich auch perspektivisch in 2 bis 3 bis 5 Jahren, je nachdem vom Horizont, die Wohnung auch wieder mit einem Gewinn veräußern. Dadurch, dass es ein eigengenutztes Objekt war, ist das ja aktuell in Deutschland sogar noch steuerfrei. Und wenn man das dann rückwärts rechnet auf die Miete, die hätte ich zahlen müssen, dann kommt da halt wahrscheinlich ein positiver Wert raus, dass ich halt Plus gemacht habe pro Monat anstatt Minus. Und das ist der Case, den ich jetzt richtig gut finde, wo ich drauf hinarbeite und schaue, dass ich sowas halt realisieren kann. Bin ich drauf angewiesen, habe eine coole Wohnung eh schon, aber vielleicht kommt ja was über den Weg, dann mache ich das. Warum in Berlin? Warum bin ich so gerne in Berlin? Und zwar die relevantesten Unternehmer Deutschlands, die kommen alle durch mal in Berlin. Also wenn du in Berlin, wenn du unternehmerisch tätig bist und du wohnst in Berlin, musst du eigentlich nur warten, bis der relevante Kontakt, den du treffen willst, mal in Berlin ist. Darüber hinaus triffst du in Berlin sehr viele einflussreiche Unternehmer, die hier einfach regelmäßig durchkommen durch die Stadt. Und wenn man hier wohnt und im Gym ist, auch in der Gegend, wo ich gerade euch gezeigt habe, in den Gegenden, die erste noch mehr, das ist ein bisschen mehr so Immolastik für 7 Plus Club besser. Die zweite ist auch ein bisschen Immolastik, aber nicht so arg wie die erste. Aber da fühle ich mich ein bisschen wohler vom Wohnklima her, glaube ich. Ja. Aber man trifft halt im Gym, beim Bäcker und beim Rumlaufen immer wieder coole Leute, die auch relevant sein können für ein Business, für einen Deal, für irgendwas. Ja. Und das hat man halt einfach in Berlin extrem arg. Und deswegen finde ich Berlin ein sehr sinnvoller Wohnsitz oder Zweitwohnsitz oder sonst was, wenn man unternehmerisch tätig ist und sich langfristig was aufbauen will. Zum Beispiel, gerade hatten wir auch eine Besichtigung gehabt in Charlottenburg-Wilmersdorf. Das ist auch in der Nähe gewesen von da, wo wir gezeigt haben, aber nicht in dem Kreis, wo ich auf dem Navi gezeigt habe, sondern ein bisschen weiter draußen. Aber da hat mich ein Kumpel angerufen, so, hey Fabi, bist du gerade in Berlin? Ich habe gerade eine Wohnung zu verkaufen. Das ist ein Münchner Makler, der ist hier in der Stadt, hat eine Wohnung von einem Münchner Kunden zu verkaufen. Ich war gerade da, bin spontan kurz vorbeigefahren und scheint mir auf den ersten Blick für ein relativ guter Deal. Ob man das selber einziehen will oder nicht, ist halt die andere Frage. Sag mir mal Bescheid, welche Straßen und Lagen du in Berlin richtig gut findest. Vielleicht ist da was dabei. Ich schaue mir die dann alle an. Vielleicht ist da was dabei, was ich noch nicht gekannt habe oder vielleicht auch gut finde. Und welche Straße oder vor allem auch vielleicht welche Stadt findest du denn am besten in Deutschland, wo du gerne dir irgendwas kaufen wollen würdest für einen mittelfristigen Zweck? Und wie findest du den Investment Case, Eigennutzer? Eigennutzer Flip nenne ich es jetzt einfach mal. Live and Flip.